Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Eckstein TV unterwegs. Heute aus Wien. Ich bin Oliver und stehe auf dem Markusplatz. Hinter mir sieht man die Markusbasilika und ich muss wirklich sagen, die hier in Venedig haben wirklich ein sehr schönes Gemeindezentrum. Was mir aber auch aufgefallen ist hier in Venedig, ist, die haben hier einen Kirchturm, einen sogenannten Campanile. Und wenn ich mir das anschaue, dann frage ich mich, warum bauen wir eigentlich Ottobrunn keine Campanile? Und da muss ich, glaube ich, wenn ich in Ottobrunn bin, nochmal Matthias und Mark fragen. Bis dahin, schöne Grüße aus Venedig, alles Gute, Gott befohlen und tschüss. Das ist wirklich mal eine gute Frage. Ihr habt gesehen, und bei unserem alten Gemeindehaus haben wir keinen Glockenturm und bei den neuen Plänen sieht man auch keinen Glockenturm. Warum eigentlich nicht? Die Frage möchte ich jetzt weitergeben an unseren Pastor Andreas Müller. Andreas, warum haben wir eigentlich beim neuen Gemeindehaus in dem Konzept keinen Glockenturm vorgesehen? Spannende Frage. Es gab Anfragen in der Gemeinde, sowas auch zu errichten, aber das hat zum einen historische Gründe. Freie evangelische Gemeinden haben normalerweise keinen Glockenturm. Das hängt einfach mit der Historie zusammen, weil in der Gründungsphase der freien evangelischen Gemeinden so um 1850 hatten die Schwierigkeiten, überhaupt anerkannt zu werden. Mhm. Und da haben die großen Kirchen die Hand drauf gehabt und haben gesagt, Glocken und Glockentürme, das ist unseres, also ihr dürft euch treffen, aber bitte ohne das sozusagen als Markenzeichen. Mhm. Und das hat sich einfach historisch dann so weiter fortgesetzt, dass es nicht zu unserem Erkennungsmerkmal gehört, Glockentürme zu haben. Mhm. Zum Zweiten hat es auch ein ganz pragmatisches Argument. Unsere Gemeindemitglieder wohnen nicht im direkten Umfeld des Gemeindehauses, sondern sie wohnen verstreut auch über andere Ortschaften, sodass dieser Ruf zum Gottesdienst sozusagen ungehört verhallt werden würde, höchstens Ärger möglicherweise bei den Nachbarn hervorrufen würde. Und deshalb macht es keinen Sinn, für uns einen Glockenturm zu errichten. Und zum Dritten, so ein Turm kostet eine Menge Geld und ist nur fürs Läuten da. Mhm. Und unsere Meinung war, das können wir sinnvollerweise in unserem Gebäude anlegen. Da haben wir dann mehr davon. Und das Gebäude selbst ist ja schon ein Statement für uns als Gemeinde, sodass wir nicht nochmal einen anderen Hallo-Schau-Hin-Effekt irgendwie erzielen müssen. Ja, das stimmt aber auch. Vielen Dank für die Erklärung. Ja, ich denke, wir haben sonntags 10 Uhr Gottesdienst. Und ja, der ist offen für alle und soll einladend sein, auch ohne Glockenturm und ohne das Läuten vorab. Danke für euer Interesse. Das war Eckstein TV Spezial, Eckstein TV unterwegs aus Venedig und aus Ottobrunn. Klickt wieder rein bei der nächsten Folge. Bis dahin, Gottes Segen und tschüss.